Hallo und willkommen zu Vlogmas Tag 2. Und ich war jetzt schon im Aldi, weil ich fahre morgen 5 Tage auf Lehrgang für meine Pferdeosteopathie-Ausbildung. Ich pendel zwar, aber ich brauche immer ein bisschen was zum Mittag. Und da habe ich mir hier einen Karton voller Leckereien gekauft und habe dann noch was ganz Cooles. Bin mal gespannt, wie das ist. Die haben gerade wieder so Special-Geschichten, Fugenreiniger gekauft. Mal gucken, wie der ist. Den nehme ich natürlich nicht mit zur Ausbildung, aber alles andere schon. Und jetzt fahren wir aber zum Stall und dann gucken wir mal, was die Mäuse machen. Eigentlich will ich den IA heute noch reiten, weil ich bin ja dann 5 Tage unterwegs und da schaffe ich es meistens dann nicht, abends den IA noch zu reiten. Deswegen wollte ich ihn jetzt noch mal reiten und dann macht er quasi einen kurzen Urlaub von mir. Oder beziehungsweise wird nur geputzt oder longiert. Und ja, jetzt fahren wir los zum Stall. So, ich habe jetzt am Offenstall schon Heu gefüttert, also Heukops gefüttert, so. Und habe das Futter für den Großen vorbereitet, weil der bekommt anderes Müsli als die anderen. Der bekommt das Alpengrünmüsli von Agrops. Und das habe ich schon vorbereitet. Und jetzt fressen Granadi und Lassie. Und jetzt gehe ich mal hoch zum IA, mal gucken, was der macht. Und ich glaube, ich reite da noch ein bisschen. Und dann muss ich am Offenstall aber noch alles sauber machen. Da hilft Söckchen mir dann wieder bei. Und viele fragen sich vielleicht auch immer, wo Söckchen ist, während ich oben reite. Der ist am Offenstall, da haben wir so eine kleine Sattelkammer und da hängt er dann ab. Und der kennt das ja auch. Kannte er ja am letzten Stall schon. Und ja, da hängt er jetzt ab. Und ich hole jetzt gleich mal mein kleines dreckiges Pferd von der Wiese. Der steht bestimmt wieder ganz hinten. Ich habe wieder meine geilen Gummistiefel an. Und mir ist aufgefallen, im letzten Video ist ein kleiner Fehler passiert. Als ich Ia von der Koppel geholt habe, irgendwas ist da mit dem Schnitt falsch gelaufen, es tut mir leid. Aber mein Gott, so ist es halt. Geben kann ja mal ein Fehler passieren. Ich hoffe, dieses Video wird aber perfekter. Und ja, so war mein Ia, ich freue mich schon. Und ich habe mir übrigens neue Gamaschen für ihn bestellt. Und zwar Professional Choice Ventech in Pink. Und die müssen jetzt in den nächsten Tagen noch kommen. Und da werdet ihr die bestimmt auch mal sehen. Guckt mal, wen ich gefunden habe. Den Spikey von meiner Mama. Hallo Spikey. Der steht hier und chillt. Und einen IA habe ich auch schon gesehen. Den hole ich jetzt mal. Und mal gucken, was wir mit ihm machen. Weil ich denke, ich reite jetzt einfach noch ein bisschen locker. Gar nichts Wildes. Und dann ist auch okay. Weil er hat gestern schon ganz gut gearbeitet. Und dann muss man es ja auch nicht übertreiben. Eigentlich reite ich auch nicht jeden Tag. Aber ich wollte jetzt heute halt noch mal reiten, weil ich halt nicht weiß, ob ich es die nächsten Tage schaffe. Quiet evening, snow is falling, and from every window shines a light. Somewhere in the distance, drums are calling, but no one heeds their call tonight. So, Ia und ich sind jetzt wieder in der Halle. So, jetzt wird ein bisschen locker geritten, einfach nur ein bisschen leicht traben und ein bisschen galoppieren, damit er halt einfach nochmal was tut. Aber kein schweres Training heute, also auch ohne Stangen und so. Und dann zeige ich euch gleich noch ein bisschen von oben, weil ich mein Stativ vergessen habe, mein Kletterstativ. Und hier muss ich das immer an der Bande festmachen, und weil man kann es nicht abstellen, die Kamera hier. Am alten Stall ging das, hier geht das nicht. Aber ist ja auch nicht schlimm. Dann zeige ich euch ein bisschen was von oben. Und dann geht es gleich runter. Und da machen wir die anderen noch.
So Leute, jetzt bin ich wieder am Offenstall. Ich wollte euch eigentlich noch viel mehr vom IA filmen. Aber der hat sich für irgendwas mega erschreckt, was auf dem Dach von der Halle war. Und dann war es irgendwie aus. Dann hat er sich so festgeguckt. Das hat er ewig nicht mehr gemacht. Eigentlich seitdem wir hier sind nicht mehr. Aber naja, er hat ja auch mal einen schlechten Tag. Und am Ende war er dann wirklich gut und dann wollte ich auch aufhören und nichts mehr filmen, weil ich war dann einfach mit ihm voll zufrieden, weil er sich wieder eingekriegt hat und guck mal, wer hier ist. Ja, und da wollte ich dann auch nicht mehr ihn irgendwie, ja, keine Ahnung, stressen, sage ich jetzt einfach mal so. Und deswegen habe ich es dann gut sein lassen. Und jetzt bin ich noch hier, jetzt mache ich hier noch sauber. Die Grani guckt schon und der Große inhaliert gleich mal nebenbei, während ich um die Raufe rum sauber mache. Und dann geht es auch nach Hause, ja. Oh. Heute ist ein Tag. Aber jetzt wenigstens regnet es mal nicht. Das ist ja auch schon mal was. Wir haben jetzt abgesammelt, der Socki und ich, der ist hier irgendwo. Und wie ihr seht, um die Raufe rum, da muss man eigentlich gar nicht mehr fegen. Durch die Heulage geht das echt gut. Also hat es schon mal zwei positive Punkte. Einmal die Pferde vertragen super, husten weniger. Qualität ist natürlich auch dementsprechend geil. Und man muss weniger außenrum absammeln, was auch nicht unbedingt von Nachteil ist. Ja, und ich hoffe, dieser Vlog hat euch gefallen. Wir sehen uns morgen wieder zum dritten Tag von Vlogmas. Morgen bin ich auf der Ausbildung, dann nehme ich euch mal den ersten Tag mit. Ich muss mal gucken, wie viel ich da filmen kann. Auf jeden Fall hoffe ich, Vlogmas gefällt euch bisher. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao!